Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr euch eingeklickt habt. Also ich glaube, wenn man Gemütlichkeit im Lexikon nachschaut, dann sieht man den hier. Den hier gerne auch, denn das ist der Peter. Peter ist von Cuckoo Camper. Genau. Sei herzlich gegrüßt. Du bist einer der Gründer des Unternehmens und du hast natürlich an der Entwicklung dieses Fahrzeugs hier auch maßgeblich mitgewirkt. Und deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch. Das ist nett von dir. Schön, dass du da bist. Danke. Ja, und damit an euch ganz herzlich willkommen zurück bei Camping Turtle. Ich bin der Thomas und wir schauen uns dieses wunderbare Fahrzeug jetzt mal an. Aber zunächst einmal, Peter, wie hat es denn eigentlich angefangen? Wie gründet man dann eigentlich ein solches Unternehmen? Wie kommt man auf die Idee, mit einmal zu sagen, du, wir brauchen einen neuen Mini-Camping-Anhänger? Denn du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Ja, das ist richtig. Ich komme eigentlich aus der Werbetechnikbranche. Alle drei Gründer kommen aus dieser Branche raus. Der Danny ist Designer. Wir haben einen Werbetechnikbetrieb gehabt, der Markus und ich. Und haben einfach bei Corona ein bisschen mehr Zeit gehabt und Danny hatte mal für seine Kinder so einen Wagen gebaut, um ihn an seinen T3 dran zu hängen, weil der Platz im T3 ausging. Ja. Hatte mir dann Bilder davon gezeigt und habe ich gesagt, Mensch Danny, ich würde mir auch gern so einen bauen, ein bisschen professioneller, auf einer CNC-Fräse, und da wir sowas alles haben und ein bisschen mehr Zeit hatten in Corona, haben wir das einfach mal angegangen und haben während des Bauens eigentlich ein paar Bilder auf Instagram gepostet und weltweit Anfragen bekommen, Interesse bekommen. Hast du damit gerechnet oder hatte ich das erstmal? Niemals. Und dann kurze Zeit später hat der Stern bei uns angerufen. Die haben einen Bericht gebracht. Ja. Selbst das australische GQ-Magazin hat Berichte gebracht und wir konnten das gar nicht richtig fassen. Und haben dann gedacht, okay, wenn das Interesse so da ist und man ein bisschen forscht, sieht man, es gibt diesen Wagen so nicht. Ja. Und haben dann gesagt, okay, dann machen wir das halt und haben dann kurze Zeit später beschlossen, dass wir mal 10 von diesen Fahrzeugen bauen werden, haben eine GbR gegründet. Wann ist das gewesen? Das war ungefähr 2020, ja. Also nicht lange her, ja, das genau. war vor 3 Jahren. Okay. 2021 haben wir die Firma erst gegründet dann. Mit dem Ziel, 10 Wagen zu bauen. Okay. Im ersten Jahr haben wir dann schon über 100 Wagen gebaut. Mittlerweile sind wir bei 220 Wagen und es reißt nicht ab. Wir sind selber alle drei leidenschaftliche Camper. Ich bin so der mit dem Zelt unterwegs gewesen. Also eher der Trekking-Typ, oder? Ja, mit meinen zwei Jungs. Mhm. Also mit dem größeren Zelt dann schon? Ja, okay. Schon. Mhm, okay. Der Danny war immer mit seinem T3 unterwegs und der Markus ist so ein klassischer Caravan-Fahrer. Ja. Und dann haben wir alles, unsere Erfahrungen und Ideen in den Topf geschmissen, dreimal umgerührt. Ja, und dann ist Bruno dabei rausgekommen. Ja, Bruno ist natürlich der Name dieses wunderbaren Fahrzeugs. Cuckoo Camper ist die Marke. Genau. Bruno ist das Modell. Ist das Modell. Und dann soll es ja demnächst auch noch die Emma geben. Aber dazu kommen wir jetzt später. Wir gucken uns erstmal den hier an. Okay. Und dafür, Peter, gehe ich jetzt erstmal hinter die Kamera und du führst uns ein bisschen rum. Ich zeige euch ein bisschen was. Fangen wir außen an, oder? Genau so machen wir das. Ja? Also los geht's. Wir stehen jetzt hier gerade vor der Eingangstür zum Fahrzeug und das Erste, was natürlich auffällt, ist Holz. Jede Menge Holz. Ist das Vollholz oder was habt ihr da? Das ist ein schichtverleimtes Holz. Das wird auch Multiplex genannt. Und zwar könnten wir kein Vollholz nehmen, das würde sich alles verziehen. Durch dieses schichtverleimte Holz kriegt man eine Stabilität, weil die Fasern quasi immer gegenüberliegend laufen. Ja. Die ganzen Materialien sind miteinander verzapft, verleimt, verschraubt. Und es ist ein Aufbau, der theoretisch ohne Schrauben funktionieren würde. Wir unterstützen das mit ca. 500 Schrauben, aber es geht. Was meinst du, du bräuchtest keine Schrauben? Das heißt, es ist alles gesteckt? Also durch diese Zapfen und Verbindungen hält das erstmal zusammen. Ja. Das ist schon mal ganz wichtig für die Stabilität, weil wir natürlich mit einem Holzfahrzeug auf eine Straße gehen, das Vibrationen, Witterung und ausgesetzt ist. Ja. Das ist auch nicht ganz so easy, dass man das jetzt baut. Klingt nicht danach. War das auch die größte Herausforderung im Zuge der Konstruktion? Das war im Zuge der Konstruktion die größte Herausforderung und die ist es auch in der Arbeitszeit. Das heißt, den Wagen, der Danny und ich schaffen den in 2 Stunden zusammenzubauen und dann geht es aber eigentlich erst los mit der Behandlung, sprich Glasfaser, Epoxidharz, Lacke, Füller und so weiter. Und das dauert etwa, ich würde mal sagen, 60% der Arbeitszeit ist die Oberflächenbeschichtung vom Wagen, dass der natürlich auch ganz lang hält. Okay.
So, was kommt dann als nächstes? Ganz interessant, weil du gerade darüber sprichst, wie der Wagen aufgebaut wird. Wie lange dauert das denn, so einen Wagen tatsächlich zusammenzusetzen? Also offenbar liegen dann da jede Menge Teile bei euch im Werk und dann werden die zusammen, wie du gerade sagtest, vor allem durch diese Zapfen gesteckt, anschließend verschraubt. Wie lange dauert das, so ein Fahrzeug zu produzieren? Also sie werden CNC gefräst auf einer großen Maschine. Das dauert 2,5 Stunden, würde ich sagen. Dann werden alle Teile tatsächlich von Hand geschliffen, gehen also schon durch viele Schreinerhände. Danach wird der Wagen dann zusammengebaut, wenn das alles geschliffen ist. Das kannst du in 3 Stunden schaffen. Und insgesamt, um einen Bruno herzustellen, brauchen wir ca. 120 Arbeitsstunden, die immer in Dreierteams gebaut werden. Das heißt, die Schreiner bauen diesen Wagen von A bis Z bis zur Tasse, die nachher hinten drin steht, weil sie danach ein Stück von sich selber hergeben und viel mehr Bezug zu diesem Fahrzeug haben. Ja. Kannst du bitte einmal die Tür zumachen, dass wir mal sehen, wie bündig das Ganze schließt? Ja. Und abschließt? So, schließt er schon ab. Und zwar haben wir hier drauf geachtet, hier gibt es keine Rahmen oder sonst irgendwas. Das ist ein flächenbündiger Verschluss, weil wir nicht wollen, dass jemand durch eine Klappe in seinen Wagen einsteigen muss, sondern das über diese schöne Türe macht. Drüber ist die Regenleiste, dass dir nichts in den Nacken tropft, wenn du morgens die Türe aufmachst. Wir sehen jetzt hier gerade, wo wir außen sind, noch eine Markise. Auf was greift ihr da zurück? Genau, es gibt verschiedene Markisen. Man kann eigentlich alles befestigen, was man auch an einem Bus befestigen kann. Ob das eine Markise, ein Vorzelt oder nur ein Sonnensegel ist, da ist alles möglich. Was habt ihr hier konkret verbaut? Hier ist jetzt von Wikiwood eine Markise verbaut. Das ist eine Sackmarkise, in die man auch ein Innenzelt reinhängen kann, dass wenn man jetzt in Norwegen ein paar Tage im Regen ist, trotzdem geschützt sein kann. Also im Grunde genommen wie die Seitenteile und das Frontteil bei einem Vorzelt. Ja, nur hat oder nicht bei einem Vorzelt, sondern eben bei einer ganz normalen Markise. Ja, nur hat die noch einen Boden und eine Decke. Also das ist wirklich ein geschlossener Raum. Ja, ja. Ist das auch die Markise, die ihr quasi empfehlt? Oder kommen da Leute auch mit ihren eigenen Wünschen und sagen, nein, ich möchte aber was anderes haben? Es gibt durchaus eigene Wünsche. Es gibt auch 270-Grad-Markisen. Es gibt von Fiamma, von Thule. Es gibt eine Riesenanzahl, die kann man aber bei uns im Konfigurator eigentlich schon auswählen und wir beraten da auch sehr gerne, weil es gibt nicht den Wagen oder die Markise, sondern es ist ja immer, es muss ja zu demjenigen passen, der damit verreist. Das heißt also, die Sackmarkise, die hier verbaut ist, ist quasi eine Option. Genau. Ja. Hervorragend. Wenn wir ein bisschen weiter nach unten gucken, dann sehen wir, dass der Wagen ziemlich offroadig aussieht. Ist der das auch? Ja, also der ursprüngliche Bruno war nicht offroadig, der war nur eine Offroad-Optik. Jetzt haben wir für die Abenteuer Allrad einen Wagen gebaut mit Einzelradaufhängung und Bielsteindämpfern und Eibachfedern, also richtig großes Kino, und haben da einen Federweg von 15 cm und können also schon richtig durchs Gelände fahren damit. Und kann man den so auch kaufen oder ist das jetzt quasi ein reiner Messegig? Nein, also der ist leider schon verkauft jetzt. Den haben wir auf der Messe, hat uns den gleich jemand weggeschnappt. Aber den wird es bis zum Frühjahr, gibt es den auf jeden Fall, wird der so ausgeliefert. Also mit diesem Fahrwerk? Mit diesem Fahrwerk, ja. Okay. Das ist eine Eigenkonstruktion. Wie hast du das gemacht? Also du hattest ja gerade gesagt, ihr kommt vor allem aus der Werbemittelproduktion. Wie kommt ein Werbemittelproduzent mit einmal dazu, ein Fahrwerk zu konstruieren? Also ich finde ja den Wagen schon enorm, vor allem mit Holz, aber da sehe ich noch irgendwie den Zusammenhang, weil ich sage, okay, klar, ihr könnt fräsen, ihr könnt plotten, das fällt so ein bisschen in deinen Bereich, aber wo kommt das Fahrwerk her? Ja, also das ist tatsächlich, den Schuh kann ich mir nicht anziehen. Der Danny ist ja praktisch der Vater des Bruno und er ist sehr mit Fahrzeugen verliebt, mit Felgen, Fahrwerken und so weiter. Und der hat tatsächlich die Idee dazu gehabt, und dann gemeinsam mit Tough Camping und Eibach haben wir dann dieses Fahrwerk gemeinsam entwickelt. Ja, und jetzt steht er hier und... Wir haben ja eben gerade hinten schon gesehen, dass du da eine ziemlich massive Stütze hast. Und das sieht jetzt nicht nur aus, als wäre das dafür da, zu stabilisieren, sondern du kannst das Fahrzeug auch tatsächlich anheben, oder? Ja, also man braucht keine Keile oder sonst was. Dadurch, dass wir 3 Aufnahmepunkte haben, können wir den Bruno an jeder Stelle ca. 15 cm hochheben. Man kann auch mit den Stützen die Räder wechseln, da wir einen ziemlich starren Rahmen haben. Also das ist auch kein Standardrahmen, sondern ein vierkant geschweißter Stahlrahmen, den wir extra für uns auch so bauen lassen.
Der ist nicht immer so schick schwarz, normalerweise ist der verzinkt. Aber für dieses Offroad-Modell haben wir jetzt mal eine Pulverbeschichtung geholt. Ja. Das Bugrad sieht jetzt nicht so ganz standardmäßig 750 Kilo aus, sondern etwas massiver. Was habt ihr da verbaut? Ja, also das ist tatsächlich eine Stütze. Ich kann dir nicht sagen, aber die wird ihre 500 Kilo wird die heben können. Und das ist, weil du ja in dem Wagen auch liegst und ein Dachzelt drauf hast und dass der nicht hin und her wackelt, haben wir so ein massives Rad dafür verwendet. Ja. Was wir hier von außen noch sehen, ist der Thule-Träger. Der ist, so wie ich das sehe, fest verbaut. Das heißt, der kommt direkt von euch? Der Thule-Träger kommt direkt von uns. Wir haben aber verschiedene Möglichkeiten. Wir können entweder den Fahrradträger, der bis zu 3 Fahrräder tragen kann, verbauen. Oder wir können sowohl hinten als auch vorne eine Anhängerkupplung verbauen, falls der Kunde schon einen Fahrradträger hat. Oder mehr als 3 Fahrräder hat, dann kann man hinten 2 Kinderfahrräder drauf machen und vorne 3 Fahrräder. Also auch für eine 5-köpfige Familie ist es noch nicht vorbei. Wie sieht es aus mit E-Bikes? Also ich habe bei mir 2 E-Bikes vorne drauf und habe dann so eine Stützlast mit 65 Kilo. Selbst wenn ich die Akkus drin lasse, funktioniert das bei mir auch. Also passt das. Du hattest vorhin gesagt, es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Man könnte vorne und hinten auch einen Kugelkopf bestellen. Ja. Das heißt also, du kannst dann quasi auch einen Kugelkopfträger, wenn du den beispielsweise schon hast, ne, den modernen Heckträger für den PKW, dann kannst du den da ebenfalls montieren. Genau, also alle Modelle passen nicht, die meisten passen. Sonst kann man es auch noch modifizieren. Und das hat natürlich den Vorteil, wenn du im Urlaub bist, jetzt in Slowenien oder sonst was, dann kannst du den Kugelkopf fix montieren, also auf den Kugelkopf deinen Fahrradträger machen und den aber auch im Urlaub entfernen, auf dein Fahrrad, auf dein Auto wieder drauf machen und dann da auch Tagesausflüge machen, wo du die Räder mitnehmen kannst. Und am Ende sparst du dir sogar ein ganz klein bisschen Gewicht, ne? Weil du den Träger natürlich auch zu Hause lassen kannst, wenn du ihn gerade nicht brauchst. Definitiv. Manche Kunden haben auch eine Deichselbox vorne drauf, also da, oder die Standheizung oder was auch immer. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Prima. Dann lass uns doch gerne mal so ein bisschen weiter in Richtung Heck laufen. Ja. Ja, und ich glaube, das ist so das erste Modul, was so viel Gemütlichkeit ausstrahlt. Und zwar ist das die Slide-Out-Außenküche, so möchte ich das jetzt mal nennen. Das heißt, wir haben hier den Primus Kocher, da kann man wahrscheinlich aber auch jeden anderen benutzen. Da passt jeder Kocher rein, weil wir unseren Kunden nicht vorschreiben wollen, wie sie im Urlaub zu kochen haben. Ja. Dem einen ist das wichtiger, dem anderen nicht. Ja. Also man kann da eigentlich alles reinpacken, was es so gibt. Es gibt noch eine Variante, die hier noch eine Schublade zum Ausziehen hat. Da ist ein Gewürzregal quasi und das Tassenregal und oben die passenden Weingläser. Das gehört dazu hier, einfach Stilfall campen? Eben diese Weingläser. Nee, ich meine nicht die Gläser, ich meine jetzt tatsächlich hier dieses Lederband. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Ist Standard. Das gehört dazu. Aber manche Kunden von uns haben jetzt auch schon gemerkt, dass man hier, wenn man das runter macht, einfach seine Küchenrolle einhängen kann. Also wir kriegen immer wieder neue Ideen von unseren Kunden. Ein Bruno Heck sozusagen. Genau, richtig. Ja. Dann sehe ich, hier ist noch ein Licht montiert. Genau, das ist die Außenbeleuchtung. Die lassen wir auf dem Campingplatz meistens an. Es ist so ein Licht, wenn du nach Hause kommst auch. Die hat, glaube ich, nur 3 Watt. Also das packt auch die interne Batterie relativ. Ja. Was hast du denn da für eine Batterie verbaut? Wir haben fest gar keine Batterie verbaut. Und zwar arbeiten wir ausschließlich mit großen Akkuboxen, mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die auch schon den Wechselrichter und den MBPT-Regler für Solar praktisch schon intern haben. Und die kann man direkt mit dem Landstrom laden und den Strom aber wieder entnehmen, ins Fahrzeug rein und in die Bordelektrik einspeisen. Ja, ja. Gibt es da einen Favoriten, den ihr gerade habt? Also wir schwanken da zwischen Ektik und Ecoflow gerade so ein bisschen. Ich würde sagen, Ecoflow habe ich doch gerade gesehen. Das war doch gerade, hast du doch gerade von der Deichsel weggenommen. Genau, im Augenblick ist auch eine Ecoflow hier drin. Ja. Aber jede Box hat so ihre Vorteile. Die andere ist hier besser, die andere ist da besser. Also ich weiß nicht, ob ich mich da so festlegen würde. Klar. Sind Primus und Dometic, habe ich ja auch gerade gesehen, sind das Kooperationspartner von euch oder ist das jetzt quasi Zufall, dass die hier verbaut sind? Nicht verbaut oder benutzt werden, besser gesagt. Tatsächlich arbeiten wir ja viel mit Globetrotter zusammen, daher kam die Zusammenarbeit mit Primus. Primus hat auch einen eigenen Wagen von uns als Showcar für die Messen. Mhm. Und Dometic haben wir auch über Globetrotter kennengelernt und ja, es sind einfach tolle Produkte,
die wir toll finden. Wir vertreiben die nicht, wir empfehlen eigentlich nur. Ja. Jetzt habe ich ja fast was vergessen. Du, wir müssen doch noch mal ganz kurz zum Bug laufen. Und zwar habe ich hier nämlich gerade noch gesehen, hier ist natürlich ein Dachzelt montiert auf dem Bruno. Was habt ihr da für eins genommen? Also wir haben jetzt auf dem Wagen hier ein Wikiwood-Dachzelt, ein Hartschalenzelt, das nur mit zwei Schnallen zu schließen ist vorne. Das heißt, das geht rasend schnell, es aufzubauen oder abzubauen. Das ist da der große Vorteil. Und wir können dieses Dachzelt von Wikiwood auch direkt auf die Dachhaut bauen und einen Durchgang von innen nach außen schaffen. Das ist jetzt an dem Wagen nicht der Fall, aber es macht natürlich bei kleineren Kindern durchaus Sinn, wenn die Kinder näher an den Eltern dran sind. Und das ist mit diesem Durchstieg von innen, ist das wiederum möglich. Ja, ich sehe hier gerade das Solarpanel. Könnte man da auch was fest verbauen oder würdet ihr immer empfehlen, etwas Portables zu nehmen? Ja, also fest verbauen ist kein Problem. Wenn der Kunde das wünscht, machen wir eigentlich alles. Diese portable Lösung hat den großen Vorteil, dass wenn du in Urlaub kommst und deinen Wagen in den Schatten stellst, bringt dir die Solarzelle nicht viel. Und die portable, da machen wir einfach eine Außendose hin, wo du das wiederum von außen nach innen führen kannst. Dann kannst du das einfach 10 Meter vom Fahrzeug wegstellen, genau, da wo halt die Sonne scheint. Ja. Ich sehe auf der anderen Seite, wenn ich richtig schaue, auch noch eine Sackmarkise. Ja, das ist keine Sackmarkise, das ist tatsächlich ein Duschzelt. Das heißt, da ziehst du den Reißverschluss auf, zwei Stangen raus und dann hast du ein Zelt mit einmal 1 Meter, wo du deine Trenntoilette oder deine Dusche reinmachen kannst. Daneben, wenn wir gerade beim Thema sind, haben wir auch eine Dusche montiert. Das ist der Reiseregen. Also auch kein Produkt, was wir verkaufen, sondern nur zeigen. Das ist ein Solarsack, den man dann in diesem Duschsack verwenden kann. Wasser wärmt sich auf. Auch eine deutsche Firma. Wenn wir das irgendwie machen können, dann wählen wir das immer so. Ja. So, das heißt, dieses Duschzelt, man würde dafür logischerweise das Fenster einklappen und dann klappt sich das hier so zu uns hin. Dann hast du wahrscheinlich wieder ein Gestänge. Genau, ja, richtig. Und dann kann man quasi darin duschen. Genau. Wikiwood hat immer auch eine Beleuchtung drin. Das heißt, du kannst einen Powerbank einstecken und hast dann auch Licht in deiner Toilette. Ja. Bietet ihr auch eine feste Warmwasserlösung an? Nein, machen wir nicht. Unsere Philosophie ist ja einfach mal los. Und alles, was irgendwann Technik hat man einfach ist, wieder alles und dann hast du wieder einen großen Camper. Ne? Ja, und du musst dich um alles kümmern. Wir müssen keine Gasprüfung machen. Wir müssen uns nicht um Keime oder Legionellen kümmern. Mhm. Es ist einfach nur dieses pure Campen, was es einfach viel einfacher macht. Mhm. Ich verstehe. So, dann haben wir hier auf der Seite den Anschluss für den Landstrom. Genau, richtig. Hier ist die Leiter, um in das Dachzelt zu gelangen. Und du hattest ja gerade gesagt, man könnte auch jedes andere Dachzelt nehmen, ne? Ja, und nicht nur Dachzelt. Also unser Dachzelt ist eigentlich so das Kinderzimmer von Bruno. Schlafen tun da die wenigsten drin. Also viele unserer Kunden haben eine Plattform oben drauf, wo sie entweder die Kanus mitnehmen oder drauf frühstücken oder wie auch immer. Ja. Und um drauf zu gelangen, ist die Leiter da, obwohl man auch die Kotflügel alle betreten kann. Also die sind voll belastbar. Ja. Du hattest ja gerade gesagt, dass es auch eine weitere Lösung gibt, und zwar ebenfalls mit Wikiwood, dass man quasi durch das Dach durchsteigen kann. Das können wir uns ja gleich mal anschauen, wie das aussehen würde. Genau. Und dann kann man nach oben gelangen. Und du hattest gesagt, dass das vor allem für kleinere Kinder gut ist. Das heißt, die müssen dann nicht extra nach außen gehen, müssen das Fahrzeug nicht verlassen, sondern können quasi einfach, ne, wenn es dann spät ist und dunkel ist, einfach die Treppe hochlaufen. Daraufhin habe ich dann zu dir gesagt, während unseres ersten Videos, oder ich glaube, das könnte auch im Vorgespräch gewesen sein, oh super, das würde ich sofort machen, weil dann hast du ja noch einen Vorteil. Du kannst dich hinstellen, du hast mit einmal Stehhöhe und dann hast du gesagt, nee, warum nicht? Ja, also du hast das natürlich, aber du hast gesagt, du wirst es nicht nutzen, so hast du es formuliert. Ja, es ist tatsächlich so. Wir haben sehr viele ehemalige Dachzeltkunden, die früher mit dem Dachzelt unterwegs waren und dann aber mal im Urlaub waren und dann hat es 3-4 Tage geregnet und dann haben sie gesagt, oh, wir bräuchten noch einen Aufenthaltsraum. Schlafen im Dachzelt ist das Größte, was es gibt, aber wir bräuchten noch einen trockenen Raum. Daraufhin haben sie sich den Bruno gekauft, das Dachzelt drauf montiert und ich glaube, keiner unserer Kunden hat jemals wieder im Dachzelt geschlafen, weil die Luft in dem Bruno durch dieses Holz und so toll ist und es ist einfach ganz ruhig da drin, du hörst nichts, es ist dunkel. Und du kommst sofort an deine ganzen Klamotten ran und die sind jetzt auf dem gebrauchten Dachzeltmarkt. Dachzelt ist weg. Peter, ich glaube, das war das Stichwort. Wir müssen jetzt unbedingt mal reingehen. Übrigens, was man von hier schon mal sehen kann, ist, wir haben hier Echtglasfenster verbaut.
Ja, also wir haben eigene Fenster jetzt mittlerweile, die wir auch in Deutschland fertigen lassen, ja, weil wir mit der chinesischen Qualität nicht so ganz einig waren, ja, und sind jetzt ganz froh und stolz auch, dass wir unsere eigenen Fenster seit jetzt eigentlich verbauen. Ja, also das heißt, die Standard vorgehängte Lösung, das spielte für euch keine Rolle? Nein, überhaupt nicht. Okay. Nee. Gut, dann lass uns da einfach mal nochmal rumlaufen und gerne einen Blick in das Innenleben von Bruno werfen. Ja, inzwischen ist es hier wieder voll geworden. Ja, und ich merke schon, hier werden wieder die Spaltmaße begutachtet. Ihr seid da Perfektionisten, oder, was das angeht? Spaltmaße und Verarbeitungsqualität? Ja, wir sind uns da manchmal nicht ganz so einig in der Firma. Natürlich wollen alle eine hohe Qualität, aber das ist natürlich auch alles mit Kosten verbunden, auch die entsprechenden Griffe zu finden. Der Danny würde nie einen schwarz glänzenden Griff jetzt hier verbauen. Das muss schon immer alles ganz, ganz exakt sein. Viel Liebe zum Detail. Genau. Wenn du dann bitte nochmal die Tür aufmachst. Und jetzt kommen wir endlich zu dem, was ich auch bei meiner Begrüßung sagte. Wenn man Gemütlichkeit im Lexikon nachschaut, dann sieht man, glaube ich, wirklich ein Foto von Bruno. So sieht es hier im Innenraum aus. Und Peter, auch hier gibt es ja verschiedene Varianten, was du mit den Polstern machen kannst. Also wir sehen ja hier gerade so eine Sitzsituation. Ne? Das heißt, du hast quasi im Bug und im Heck hast du hier die Polster, aber du hattest ja gerade gesagt, man schläft hier auch unheimlich gut. Wie machst du das? Ja, also das ist jetzt, gerade eben war eine Familie da, da haben wir diese gegenüberliegende Situation gemacht. Also man kann sich gegenüber sitzen, hat diesen Tisch jetzt in der Mitte, den man an überall, wo ein Fensterbrett ist, kann man auch diesen Tisch hinschieben quasi. Ja, ja. Und wenn man den nicht braucht, der ist nur geklemmt, man nimmt ihn raus und schiebt ihn auf die Seite. Wenn du jetzt nur zu zweit bist, kannst das du... Das funktioniert über diese Nut, ne, die man da unterhalb des Fensters sieht. Ja, soll ich vielleicht mal reingehen? Dann kann ich gerne, dir das ganz gut erklären. Auf jeden Fall. So, dann nimm gerne den Tisch nochmal ab. Ja, jetzt tue ich das Pflänzchen hier kurz auf die Seite. Und jetzt kannst du den ganzen Tisch einfach nehmen und kannst den hinschieben, wenn du jetzt was arbeiten musst, vielleicht näher oder weiter weg, wenn die Familie was isst. Ja. Oder du nimmst ihn ganz weg und schiebst ihn einfach hier in der Seite hin. Und schon hast du eine große Fläche. So, dann lass uns mal kurz über den Stauraum sprechen, denn irgendwo muss natürlich auch das ganze Campingutensil und vor allem die Klamotten untergebracht werden. Und ich sehe schon, hier oben hast du so ein paar, die sind durch ein Gummi gesichert. Was würdest du da hinlegen? Genau, schau mal, da ist jetzt eine Box drin, die gibt es in der Größe und in der doppelten Größe. Die sind ganz zufällig von IKEA, also günstig zum Einbauen. Das heißt, für kleinere Artikel und auch die Unterwäsche und sowas haben wir meistens da oben drin. Dann gibt es in beiden oberen Seiten relativ große Fächer, wo man auch ziemlich viel Stauraum hat. Also wir haben in Summe etwa 430 Liter Stauraum im Bruno in diesen drei geschlossenen Fächern unter der Küche und da oben. Und dann gibt es ja, glaube ich, auch noch ein großes Fach genau hinter dir, ne? Genau, hier drunter ist auch noch ein großes Fach. Ich baue damit gleich mal um hier. Mehrere. Siehst du, hier unten ist ein großes Fach, genau, wo wir meistens die ganze Technik drin haben. Da habe ich die Kabel drin, da habe ich ein paar Schuhe meistens drin und sowas. Also ein ganz offenes Fach. Oder ein Mensch ist sehr groß, dann können wir dadurch noch die Bettfläche verlängern auf 2,25 Meter. Das heißt, du würdest dann quasi diesen Ausschnitt hier weiter nach unten setzen und könntest dann, das heißt, da liegen quasi die Füße drin. Genau, und dann gibt es nochmal eine kleine Matratze extra für diesen Raum. Ah, okay. Und dann hast du eine maximale Fläche von? 2,25 Meter x 1,40. Und das alles in dem kleinen Wägelchen? Ja, Wahnsinn. Sehr schön. Machst du bitte nochmal die Klappe auf? Ja, da ist jetzt ein bisschen unaufgeräumt drin. Das ist gut, hier wurde ja auch drin gelebt. Genau, hier haben unsere Prospekte und sowas drin liegen. Ja, jetzt müssten wir ja eigentlich auch noch mal die Küche reinschieben, ne? Ja, das können wir sehr gern machen. Ja, du merkst schon, Peter, du wirst hier gefordert. Ja. Weißt du, was wir machen? Wir tauschen jetzt mal gleich die Positionen. Ich gehe jetzt mal nach innen und du schiebst gerne mal die Küche rein. Okay. Ja?
Also, dann bringe ich dir die Küche nach innen. Ja. So. Jetzt ist die Schublade schon mal innen. Wie du siehst, ist noch alles verdeckt. Hier können wir übrigens auch noch eine Platte auflegen für ein Kinder- oder Hundebett dann. Wo würdest du das machen? Da kann man hier eine Verlängerung reinmachen mit einem Rausfallschutz. Ja. Und dann kommt hier nochmal eine Matratze drauf und dann kann man da die Kinder noch unterbringen. Also solange sie klein sind. Und was hast du da für eine Breite und Länge? 65 cm mal 1,35 ist dann die Fläche, also wie so ein normales Kinderbett eigentlich. Ja. Das sieht übrigens sehr nett aus, wie du da gerade reinguckst. Also wie gesagt, ich bin gerade innen, nicht außen. Ja. Sehr schön. Okay, dann mach die Küche doch gerne mal auf. Das sind jetzt die beiden Klappen. Und wenn du jetzt die Küche hier aufmachst, siehst du schon, dann hast dass du hier zur Not auch den Kocher hier drin hast. Ja. Von außen ist es ein bisschen ungeschickter. Genau. Also um einen Kaffee zu kochen oder sonst was, völlig ausreichend. Ich würde jetzt keine Bratkartoffeln oder Fisch hier kochen wollen, aber... Ganz ehrlich, du, ich würde das wahrscheinlich in den allerwenigsten Campern machen wollen. Also ich weiß, es gibt da welche, die sind da ganz anderer Auffassung und das ist durchaus zu respektieren, aber bei uns beschränkt sich das meistens auch auf Tütensuppe. Ja, oder man geht eben raus und das ist ja das Schöne. Das heißt, genau. Du kannst es eben einfach rausziehen, ne, und dann kannst du dort eben kochen so lange und so viel, wie du willst. Genau, richtig. Sehr schön. Ja, ich hatte gerade schon mal mit dem Fenster experimentiert. Das ist mit einer Hand gar nicht so einfach. Wenn du vielleicht die Küche noch mal kurz runter, also beziehungsweise die Arbeitsfläche kurz runterklappst. Genau. Und dann kann man sehen, du hast also einmal dieses Plissé davor. Das ist einmal der Insektenschutz, der von oben kommt. Ja. Und die beiden klicken dann zusammen, nehme ich an? Genau, hier ist ein Magnet dazwischen, dass es immer schön dicht ist. Und von unten kannst du es wirklich stockdunkel machen hier drin. Also man sieht fast nichts und hört auch nichts mehr. Ja. Und das bedeutet, wenn du jetzt hier drin schlafen möchtest, dann würdest du wahrscheinlich die Matratzen bzw. diese Matratzenteile dann längs hinlegen oder was machst du? Nee, so wie du es jetzt hast quasi. Also das zusätzliche Teil passt jetzt genau dahin, wo dein Fuß passt genau ist. In die Lücke rein. Okay. Genau. Also wenn man sich das jetzt hier nimmt, das Kissen da ein bisschen davor. Ich weiß, das ist alles ein bisschen schwierig. Okay, System verstanden. Wie viele Nächte hast du schon zugebracht in Wohnung? Also ich würde mal sagen, dass es bei mir so bestimmt schon so 70, 80 Nächte sind. Ja. Wir haben einen Gymnasiallehrer, der wohnt tatsächlich von März bis Oktober mittlerweile in seinem Bruno, weil er sein Leben lang hat er irgendwie Schlafstörungen gehabt und seit er im Bruno schläft, geht es besser und deswegen schläft er im Bruno. Was für eine schöne Geschichte. So, hier drüben, hier oben haben wir noch eine kleine Dachluke. Genau, die ist jetzt durch das Dachfenster verdeckt, aber hat eigentlich den gleichen Mechanismus. Durch das Dachzelt meinst du, ne? Genau, durch das Dachzelt. Durch Dachzelt, aber auch hier immer dieser Mückenschutz. Das ist das PC und du hast die Verdunkelung. Und die Verdunkelung, ja. Und jetzt hattest du ja vorhin gesagt, dass man theoretisch hier auch einen Durchgang machen könnte. Das heißt, du könntest sagen, okay, hier oben läuft jetzt quasi, laufen die Kinder durch, damit die dann direkt in das Dachzelt reinkommen. Genau, das ist jetzt ganz neu bei uns. Also wir können das anstelle des Dachfensters machen wir einen Durchgang, der ist bedeutend größer als dieses Dachfenster, also hat, ich meine, 50 cm mal einen Meter und da können wir eine Leiter anstellen und durch diese Leiter kommt man dann in das Dachzelt, das man von oben wieder verschließen kann und eine Matratze drüber legen oder man benutzt nur den hinteren Bereich und kann es dann auch offen lassen, dass die Kinder ihre Eltern auch hören und umgekehrt. Verstehe. Aber du sagtest tatsächlich, Erwachsene, die das machen wollen, die sagen dann, also das ist so deine Erfahrung, nee, also wir hatten zwar ursprünglich vor, oben zu schlafen, aber am Ende sind wir dann doch unten geblieben, ja, weil es eben so gemütlich ist. Tatsächlich ist es wirklich bis jetzt immer so gewesen. Und auch du als Dachzelt-Fan, ich empfehle dir, probier es mal aus und du wirst es mit Sicherheit bestätigen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, also ich kann nur wieder sagen, was ich eingangs gesagt hatte. Es sieht so gemütlich aus. Was sehen wir? Ich sehe da noch was. Ist das eine Zwangsbelüftung? Oder? Das ist eine Zwangsbelüftung, ja. Okay. Also wir haben einmal oben diese Zwangsbelüftung und haben unten unter der Küche nochmal eine Abluft, falls auch mal Gas ausströmen sollte oder sonst was, dann kann das auch noch unten abströmen, weil Gas ja wiederum schwerer ist als... Das hier ist das bewegliche Brett. Genau, das ist genau das, heißt, das gleiche wie auf der anderen Seite. Das kann man rausnehmen und überall reinstecken, wo ein Fensterbrett ist. Hervorragend.
Ja, prima, Peter. Da haben wir doch eine ganze Menge gesehen. Lass uns jetzt zu guter Letzt noch einmal kurz nach draußen gehen. Ja, sehr gerne. Ja, das ist der Bruno und damit der erste Camper von Kuku Camper. Peter, eine Frage bleibt noch offen. Was kostet das Ganze denn eigentlich? Ja, also wir, wie du weißt, fertigen wir ja in Deutschland und dadurch ist der Bruno natürlich nicht ganz billig und durch die, auch die Arbeitsstunden, die ich dir schon erklärt habe, aber wir können unter 20.000 Euro ein Einstiegsmodell anbieten, also genau sind es glaube ich 19.4 und die meisten Brunos, die so bei uns vom Hof rollen, sind so bei 22.000 bis 23.000 Euro. Ja. Der Bruno, wie er hier steht, das heißt also mit Sackmarkise und dann haben wir noch einen Fahrradträger gesehen und ich glaube so zwei, drei Extras. Was kostet der ungefähr? Also ich würde mal sagen, da sind wir dann bei den 22,5, 23. Ja? Ja. Prima. Ja, hervorragend. Das ist der Bruno von Kuku Camper und wenn euch der Camper gefällt oder auch nicht, das mag ja auch mal sein, ja, es muss ja immer nicht alles gefallen, schreibt das gerne mal runter in die Kommentare und wenn ihr sagt, das ist der gemütlichste Camper, den ich jemals gesehen habe, dann könnt ihr einfach nur ein kleines Herzchen posten. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, Peter. Danke, vielen dass Dank du es vorgestellt dir, hast. Ja, und du hattest ja, eine Sache fällt mir noch ein, du hattest ja eingangs gesagt, es gibt ja bald die Emma, wann kommt die raus? Die wird kleiner sein. Ja, die Emma steckt noch ein bisschen im Geburtskanal fest, ja. Also wir hoffen, dass wir sie zum Anfang des Jahres bestellen haben. Die Emma wird noch ein ganzes Stück kleiner sein, von der Liegefläche nicht, nur von den Außenmaßen und vom Stauraum. Sie wird bedeutend leichter sein, das heißt auch für ein Fiat 500 oder ein kleines E-Fahrzeug fahrbar mit 350 Kilo. Ja. Und das Spannendste ist eigentlich, dass wir so einen Einstieg bringen wollen und dass die Emma nur bei 14.000 Euro liegt und das ist gerade unsere Hausaufgabe, die wir zu lösen haben. Hervorragend. Vielen herzlichen Dank, Peter, und vielen herzlichen Dank auch an euch, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch gerne einen Daumen da und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns bald wieder. Vielen herzlichen Dank. Tschüss.